Ich merke, dass ich viel darüber nachdenke, dass es endlich ist. Nicht jeder, es ist nicht selbstverständlich. Es vergeht. Alles vergeht. Jeder Tag vergeht. Alles, was man geniessen, vergeht. Und darum denke ich auch über das nach. Macht beschäftigt mich. Es ist schwierig zu sagen, vom Erleben von Sterbenden zu reden, wenn man selber noch nicht gestorben ist. Aber zumindest, wenn man mit Sterbenden zusammen ist, merkt man, dass das Ganze wichtige, auch ein wichtiger Teil des Sterbens ist, ein Prozess, das allein sein und das auch können, allein das aushalten, dass man allein ist. Individualisierung und allein sein hat einen starken Zusammenhang. Aber allein sein heisst nicht einsam sein. Das heisst nicht, dass man sozusagen der einzige Mensch auf der Welt ist, sondern dass man einzigartig ist. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber was ich problematisch finde, ist, die Soziologen sagen, strukturelle Individualisierung. Dass wir Vereinzelung erleben und dass wir nicht mehr den Zusammenhang erleben. Und dass Gemeinschaft, also das Zusammensein, uns eigentlich wie entgleitet. Dann, dass wir so etwas werden wie Inseln, ohne einen Kontakt zu anderen Inseln oder ohne Kontakt zu mir. Und das finde ich sehr problematisch. Ich kann mir die Hölle vorstellen als eine super maximale Individualisierung im negativen Sinn. Also Maus, Seele allein. Es ist niemand da, der mir hilft. Und das ist ganz schlimm. Es gibt Kunst, die einem hilft, sich so Vorstellungen zu konkretisieren. Aber die Konkretisierung von dieser Vorstellung ist immer verbunden mit einer gewissen Abstraktheit. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich stelle mir den Himmel vor, wie vom Schumann die Rheinische, der erste Takt. Da, 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 da. Oder auch der Kontrast zwischen dem Weiss vom Schnee im Frühling und dem blauen Himmel und der grünen keimenden Pflanze. Das ist doch wahnsinnig schön. Das ist gar nichts Schönes. Oder? Das heisst, der Himmel hat diese Qualität. Aber er ist sozusagen transzendiert, die Bilder und die Klänge immer so. So kann ich mir vorstellen und eben nicht vorstellen. Ja, das ist natürlich immer, das tönt so furchtbar heroisch. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, keine Angst. Da muss man immer den Test machen, oder? Natürlich habe ich Angst vor dem Sterben, und zwar einfach, weil das einen Unterbruch und Abbruch bedeutet von Beziehungen, die mir sehr wichtig sind. Ich habe kleine Töchter, die will ich, ich will sehen, wie die gross werden. Ich habe als 20-Jähriger Krebs, Prognose hatte, also ich hatte auch Krebs. Und es hat nicht so wahnsinnig gut ausgesehen, eine Zeit lang. Ich habe keine Lymphknoten mehr, also das ist alles, das hat man dort mal operiert, jedes Mal, wenn ich da so, ich habe einen riesigen Schranz da im Bauch. Und das staunen heute die Medizin und sagen, hat man das hier gemacht, hat man es eine Zeit lang so gemacht. Und es hat mir aber effektiv das Leben gerettet. Die Angst vor dem Sterben und die Angst ist jetzt fertig, die kenne ich schon. Es ist ein Schock, aber es ist einfach brutal. Es ist eben eine Lebensphase, in der man nicht ans Sterben denkt und auch nicht will ans Sterben denken. Und eben meine Reaktion war da, ich lasse mich in Ruhe, lasse mich allein. Also ich kann so wie ein Tier, das unter einem Busch kriecht. Also einfach, ich will auch nicht darüber reden. Ich wollte einfach mit mir das ausmachen. Das war meine Reaktion. Nach einer ersten Phase von Schock und Rückzug eine grosse Gelassenheit. Mein Vater ist nochmal gekommen und hat einfach erzählt von sich. Ich weiß nicht, ist das sein Bedürfnis gewesen oder hat er nicht wollen mit mir über mich reden? Ich war sehr dankbar gewesen und habe ihm sehr gerne zugelassen. Er hat Sachen erzählt, die er noch nie vorher erzählt hat. Das hat mit vielen Menschen sozusagen dichte Erfahrungen gegeben oder eben gute Gespräche. Und mit den Paaren gar nicht. Die konnten nicht damit umgehen und haben mich dann auch gemieden. Also man merkt dann auch selber, wenn man so etwas hat, dann ist man für viele eine Bedrohung. Oder man erinnert die Leute daran, dass sie selber auch sterben könnten. Sie wissen nicht, was sie sagen. Sie sind verlegen. Sie wollen nichts mit dem zu tun haben. Der Sinn vom Leben ist für mich etwas, wo ich nicht einfach darum zögere jetzt auch und kann es nicht einfach so auf den Tisch legen. Das Sinn vom Leben hat sehr viel damit zu tun, was man erlebt und wie man
erlebt. Ich könnte mal so sagen, der Sinn des Lebens ist lieben und geliebt werden. Vielleicht die schwierigste und schönste Erfahrung war das Sterben von meiner Mutter. Meine Mutter hatte einen Schlaganfall vor 20 Jahren und ist ins Pflegeheim gekommen. Sie hatte eine halbseitige Lähmung und hat eigentlich wie zu früh erlebt, was es heisst, wenn man nicht mehr ganz ist, nicht mehr ganz, also wenn man invalid ist. Sie hatte nochmal einen Schlaganfall und die Ärzte haben dann gesagt, ja, also sie wird sich nicht mehr erholen von dem. Und sie hatte dann so einen Zustand zwischen Wach und Koma. Man hat dann beschlossen, sie nicht mehr zu ernähren, was nicht unüblich ist in solchen Fällen. Das heisst, dass sie kann sterben kann. Ich war viel bei meiner Mutter. Meine drei Brüder waren auch viel bei der Mutter. Wir hatten so einen Pickedienst. Wir waren eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit bei ihnen. Es ist ein recht intensiver Prozess geworden, die vielleicht etwa, ja, alles in allem etwa 7 Tage das Sterben gegangen. Das ist, auf eine Art gut ist sie so lang gegangen. Sie ist um 10 Uhr gestorben und ich bin um 6 Uhr gegangen. Und am anderen Morgen ist einfach sie dort tot gelegen. Dann, das war eine sehr starke Erfahrung. Einfach der Leichnam von der Mutter, die nicht mehr schnauft, die nicht mehr lebt. Und also ganz eine ganz starke Erfahrung, dass die Seele weg ist. Also Seele, also das, was lebt im Mensch, ist schon eine Realität. Das ist wirklich. Es kann sie niemand auf irgendeinen Computer bannen, man kann sie nicht beweisen, aber es ist unglaublich stark, was das ist. Und das Leben ist weg. Wohin ist es? Also das war eine ganz starke Erfahrung. Dort würde ich sagen, dort sind wir fast Weltmeister in gewisser Beziehung, dass wir verdrängen, dass wir nicht ewig leben und dass wir alt werden. Und das ist ein Zeichen von unserer Gesellschaft. Zum Beispiel jetzt lernen, hey, take it easy. Also es geht nicht mehr ewig so weit. Du kannst nicht einfach unendlich deinen Körper und deine Psyche und deine Seele so weiter auf Trab halten. Du musst mit dem Tempo runter. Und das ist mit Eingeständnis verbunden. Mit Trauer, mit Abschied nehmen. Und ich bin nicht mehr der Jüngste. Und wenn meine Tochter mich sieht, im Spiegel, im Badzimmer, am Morgen, und dann schaut sie mich an, dann singt sie ein Lied. Was singt sie für ein Lied? Das alte Haus von Rocky Toki. Da kommt nur spontan. Dann merke ich, aha, okay, das alte Haus von Rocky Toki. Man hat vieles schon erlebt. Jetzt ist natürlich heute die Gerontologie das ein grosser Konflikt, ob man den Prozess soll als Krankheit bezeichnen soll, also den Altersprozess soll als Krankheit bezeichnen, oder ob man dem sozusagen eine gewisse Natürlichkeit zuspricht. Und das hat grosse Konsequenzen für das Verständnis von Sterben. Und es gibt eine Seite, die sagt, ja, das ist eine Krankheit. Aging ist eine Disease und entsprechend kann man auch Massnahmen ergreifen. Und die schlagen heute in allem Ernst vor, dass man so ab 40 soll entsprechende Medikamente nehmen soll, um prophylaktisch wenigstens dafür sorgen, dass man den Prozess herauszögern kann, bis man 150, 160, 170, 180 Jahre alt wird. Was sich da abzeichnet, ist, dass man auch in unserer westlichen Welt länger sind mehr eine Zweit-, Dritt-, Viertklassmedizin haben. Und die einen sich können leisten und die anderen nicht. Wie man das reguliert und wie man das steuert, das kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen.